Hallo und herzlich willkommen zum besten Koffer-Unboxing der Welt. Ich weiß, man kann nicht immer nur das Gleiche machen. Deswegen gibt es heute das Koffer-Unboxing mit What's in the Koffer? Wir suchen uns jetzt schon mal drei Sachen aus und dann beschreiben wir uns die gegenseitig. Und dann kann man entweder sagen, du lügst oder du lügst nicht. Wenn man falsch liegt, muss man dieses Teil das ganze Video lang anziehen. Paul, aber noch nicht alles zeigen. Auch nicht spinksen. Sag, wenn du bereit bist, Paul. What's in the Koffer? Macht man seine Pupis rein. Und es ist pink, metallic. Es stinkt ein bisschen, aber ich würde es gerne an dir sehen. Eieiei. Also das Metallic glaube ich nicht. Ich sag, das ist eine Lüge. Na dann, viel Spaß beim Anziehen. Welt! Oh. Ist jetzt runtergefallen? Ach, das selber Ding. Ja. Was fangen wir denn an? Machen wir erstmal was Normales. Ein simples Jeanshemd, was allerdings kariert ist. Also nicht, also es ist schon Jeansstoff, aber es ist nicht die normale Jeansfarbe. Ja, glaube ich dir, dass du das hast, aber das kannst du behalten. Ja, schade. Richtig. Ich habe das Game aber durchgespielt. What's in the coffin? Ich habe hier so. Weiß ich nicht genau, was das ist, aber. War gut. Aber ich kann dir sagen, dass es unsichtbar wird, wenn man Schuhe anzieht. Bett? Okay, Socken. Es ist weiß und also es ist sowas wie Socken, ja. Aber also es wirbt schon damit, dass es unsichtbar wird. Ich sag dir nur, was ich lese, okay? Das ist die Wahrheit. Das stimmt. Willst du es sehen? Ja, gib mal her. Okay, pass auf, die werden invisible when wearing shoes. Ach, so eine Dinge. Ja, vor mir habe ich ein Hemd. Das ist grün. Und ziemlich hässlich. Ich würde es echt gerne an dir sehen, muss ich sagen. Beschreib mir mehr, beschreib mir Details. Ja gut, die Knöpfe sind braun, das ist so ein bisschen... Nein, das stimmt nicht. Ach Mann, Alter. Ist doch wirklich kacke. Nicht. Kannst du die bitte trotzdem anziehen, die Sache? Das ist ja, lustig. Komm, gib rüber, Alter. Hä? Also Paul, das ist ja nett gedacht, aber da kriege ich ja nicht mal mein braunes Hemd. Oder? Du bist aber der schlechteste Lügner der ich Welt. Ich weiß, ich bin echt nicht gut darin. Aber ich krieg das nicht an. Paul, und wie soll ich denn meine Arme da noch durchkriegen? Paul, da war eine dumme Idee. What's in the... Ich habe hier was richtig Schönes. Da macht man wieder seine Titties rein. Und diesmal ist es weiß. Riecht, als hätte man das noch nicht so oft benutzt. Ist aber ein bisschen schmutzig von innen. Aber ist es noch anziehbar? Ja, ja, klar, du. Natürlich. Ja, glaube ich dir. Ah, du hast recht. Also, ich sag's mal so. Ein Mann würde es nicht tragen. Ja. Ich kann's, also, es ist eine Art Hose, aber irgendwie... Okay, Paul, ist das diesmal in meiner Größe oder verkaufst du mir also nicht? Also ich glaube schon, dass es dir passen könnte. Hose. Naja, es ist noch mal so Beinlänge. Beinlänge von jemandem sehr klein. Nee, von. Ja, das könnte schon knapp werden, aber. Okay, ja. Wonach riecht es? Ich will nicht dran riechen. Ja, Paul, das ist mir egal. Entweder du beantwortest naja, meine Frage. Naja, muffig normal, stinkt nicht. Ja, Paul, nee, du lügst. Na dann, viel Spaß. Alter, ich glaube, so ein Genie beklaut oder ich was? Ich glaube. What's in the coffin? Meine Auswahl war halt beschränkt, deswegen hätte ich hätte dir halt gerne nicht irgendwas mit dem Goombas gegeben. Warum habe ich dir nicht das gegeben? Das sieht doch auch schön aus. Ein Sportjäckchen? Warte. Oh nein! IMakeYouSexy.com, Junge. Mach dich krass. Nee, das ist der andere. Aber das ist mach dich krass. Was ist das nochmal? Da mach ja, dich krass. Warte, wie heißt der von TAF? Mach dich krass, Alter. Das wäre so Merch für... Weiß ich nicht, meine. Da gibt's mir Doggy. Aber wir sagen den bösen Namen hier nicht. Weil das ist so wie Voldemort. Wenn man den ausspricht, Alter, dann kommen Leute und stecken ihre Stöcke irgendwo hin, Mann. Ja, geil. Mach dich krass in Größe L. Daniel Aminati. Steht sogar hier drin, Alter. Wir sind dumm. Aber ich meine, wie krass... Also jetzt mal blöd. Boah, das spannt halt echt. Blöde Geschichte. Aber die passt mir. Alter, ist das Daniel Aminati? Minadis Koffer? Guck mal, wenn man twerkt, dann sehen die Leute das, dass ich krass werde. Mein Problem war, hier waren halt extrem viele Brüste drin. Ja. Man wechselt seinen BH ja nicht besonders oft, ne? Paul, ja, Frauen brauchen sowas. Bin so froh, Mann zu sein. Bei solchen Situationen wirklich. Bin ich so froh, Frauen dieser Welt, die dieses Video schauen. Ich weiß, ihr seid starke Lebewesen, aber es tut mir wirklich leid, dass ihr einmal im Monat da einfach Blut rauspisst. Oh, ja, Alter, also ihr habt... Ja, wer, okay, wer hat diese... Alter, reicht doch mal langsam. Und die sind auch alle getragen, Junge. Zumindest riechen die so. Ja, das reicht doch so langsam. Was ist denn da los? Guck mal, hier kannst du sogar noch... Das ist ein richtiger Transformer. Paul, also erstmal macht man oben fest, dann kann man hinten auch noch festmachen. Alter, was ist denn los hier? Und das bindet man auch der hier. Kommt nach oben? Jetzt mal eine blöde Frage. Habe ich das richtig rum an? Nee, ist nicht richtig rum. Pass auf. Also so, ich fange mal mit denen an. Die sind ja offensichtlich. So. Nee. Doch.
Nee, warte, hier, guck mal, da ist die Schrift. So. Ich verstehe nicht, warum da drei Bänder sind. Das hier kommt um den Hals. Das stimmt, okay, das müsst ihr mir erklären, Leute. Ich bin ein großer Fan von solchen BHs. Aber was ist denn hier passiert? Mach ich das dann so? Aber wo kommen denn die Boobies rein? Also ich meine, da wird ja jetzt nicht zwischen die Beine gehen oder so, ne? Macht man das dann auch noch hin? Aber das sieht doch kacke aus. Sowas trägt doch kein Mensch. Wie hast du mir den zugemacht, Alter? Mach den wieder auf. Also man hat die, ist, nee, pass auf, war das ein Fangirl von Daniel Aminati und hat ihm noch eine Jacke abgezogen? Stand jetzt ist das doch ein Koffer von einer Frau, oh. Oder? Oh, hey. Oh, warte mal, die sind aber ein bisschen angeranzt. Die sind ein bisschen schmantig. Ich mach dich krass, Miami Alter. Weiß, Alter. Mach dich krass, Junge. Alter, was für eine Stärke hatte die denn? Stärke ist mir unangenehm, auf jeden Fall. Oh, du meinst Stärke Fischglas, ja? Wow, Alter. Da habe ich mich echt kurz gefühlt wie für den Nemo, du hast. Next. Einer war für unten und einer war für oben. Das ist eine Zahnbürste für Zungen. Ein Analplatz. Okay. Nee, das ist ein Pinsel. Palmolive Man. Ja, aber da war doch kein Mann mit beteiligt an diesem Koffer, oder? Ich meine, das ist Rasiercreme, okay. Aber wie viele BHs hat man denn dabei, Paul? War das nur der BH-Koffer? Macht man das so? So in einen kommt der Unterwäsche? Nee. Oh nein. 39. Und gute Birkenstock-Schuhe. Ich glaube, den Rest ersparen wir uns, oder? Ich meine, da sind halt noch mehr Schuhe. Noch mehr. Also. Oh, das bindet man sich nach oben, natürlich. Bis zum Kopf. Ein Lappen? Noch ein Lappen. Lappen. Voluminus. Die Tasche in der Tasche, nee, ein Beutel. Aber nicht mit der riesen Tasche rumrennen will. Daniel, bist du da drin? Wer ist denn damit jetzt durch die Gegend geflattert? Eine Frau? Ein Mann? Daniel Aminati? Ist der beides? Die Welt ist voller Mysterien. Schreibt mal in die Kommentare, war das Daniel Aminatis Koffer oder der Koffer von dem Fangirl von ihm? Ist da noch was drin? Oh, warte mal. Hast du noch? Mit das wolltest du mir andrehen? Ja. Passt mir das denn? Slim Fit, Top Size M, das kannst du vergessen, aber ich bin fett geworden. Und zwar Markenschuhe. Boah, wenn du die anziehst, dann kriegst du von mir eine Festanstellung. Ich sag's mal so. Also, du kannst ja zweimal anziehen. Ich kann die zweimal anziehen. Dann passen die. Das hat gestunken. Die sind ja niegelnagelneu. Hm. Auch nagelneu? Ich weiß, die Sachen übrigens nicht weg, ne? Das kommt einfach in die Altkleiderbox. Ah, was ist das hier Schönes? Oh, ein schönes Polo-Hemd. Blaues Polo-Shirt. Wer trägt so eine Farbe? Das ist halt wirklich nicht schön, Mann. Kurze Hose! Original Product. Das ist so ein Blazer, oder? Der macht sich krass, Jack. Alter, jetzt mich riecht Daniel Aminati, Mann. Das soll Slimfit sein. Au, vielleicht, Mann, das tut weh. Muskeln anspannen. Okay. Muskeln anspannen, Paul! Jetzt im Mund, Mann. Das ist doch ekelhaft. Wieso wärst du dich denn? Hast du eigentlich schon was gelernt in der Firma? Über Kaffee und Nudeln machen. Man hat schon mehr als die Hälfte der Welt gefahren. Kann man. Wieso haben denn so viele Leute neue Sachen dabei? Nee, die kaufen hier im Urlaub und dann. Und dann verlieren die ihren Koffer und denken, die ganzen neuen Sachen, die ich gekauft habe, die waren ja neu. Ja, brauche ich nicht. Ich glaube, da habe ich verloren, wenn ich sowas trage. Das ist halt so für diese Vorstadtväter. Jetzt kommen Hosen. Noch eine Hose. Noch eine Hose. Okay, da hat jemand wirklich viel dran geschwitzt und du machst dir das dann an den Arm. Herzlichen Glückwunsch, Paul. Sie haben jetzt Doppelherpes. Und das sieht eigentlich gar nicht so scheiße aus. Das finde ich ganz hübsch. Eigentlich gar nicht so schlimm. Muss ein bisschen Sagrotan drauf, da geht das wieder. Meine Oma, die holt einmal ihr Spucktuch raus und dann macht die das. Ist das sauber. Okay. Eine gute Badehose. Warte, Verwandlung. Steig aus dem Bett. Die Tüte. Okay, Leute, es gibt immer diesen einen Moment bei solchen Videos. Der eine Moment, wo man bereut, dass man keine Handschuhe anhat. Keine Schutzkleidung, kein Sagrotan. Und dieser Moment ist jetzt. Oh. Mamas Unterhose! Ja, schön! Guck mal, cool, jetzt kriegst du es auch ins Maul. Du findest eklig, dass ich ein Armband ummache, aber ballerst dir dann so ein Ding ran, wo alles vollgeschwitzt ist, ja? Leute, es ist was wirklich Schlimmes passiert. Soll ich da einfach so ein trauriges Foto auf Instagram posten? Leute, haltet euch fest, ihr wisst nicht, was passiert ist. Und dann wisst ihr jetzt erst, was passiert ist. Mach ich auf Instagram, @malalternativ. Ja. Fuck, ich krieg. Aua. Das riecht wie Desinfektionsmittel. Nein. 29.09.2017 läuft das ab.
Paul, da werden wirklich Maden drin. Ja, aber wir können raus in die Pignon de Pin Chinois. Wieso haben die denn ein Stück Sand mit? Die haben einfach einen Haufen Dreck mitgenommen. Er holt da jetzt raus, Junge. Ja, kennt ihr das, wenn man in den Urlaub fährt mit Mami und Papi und dann nimmt man einfach mal einen Haufen Sand mit? Wollen wir da gucken, ob da eine Muschel drin ist? Oh ja, komm, wir fahren in den Urlaub. Dann nehmen wir schön an der Südküste vom Atlantik, nehmen wir ein bisschen Strand mit. Und dann vergessen wir einfach unseren verfickten Koffer mit den Erdnüssen. Wieso haben die denn Dreck dabei? Machst du das? So, nee. Ja, aber super. Was sagt ihr? Wie war das Video? Schreibt es in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Paul, hör doch mal auf, Alter. Ich versuche eine Abmoderation zu machen. Vor allem schreibt uns in die Kommentare, wie euch generell das Koffer-Unboxing gefällt. Und like die Scheiße raus, weil bei 10.000 Euro, was, wie heißt das? Daumen nach oben, machen wir absolut nichts anderes. Tschüss. Komm, Paul, wir gehen jetzt in den Koffer. Und so einfach wird man seine Mitarbeiter los. Hashtag Arbeitsrecht. What's in the coffer? Malte, zwing mich nicht zu sowas.